Wer über manchen Dingen nicht seinen Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren. Lessing. Sie merken schon, heute geht es um eine ganz verrückte Sache. Also, wie ich zum ersten Mal im Studium mit Neutrinos konfrontiert wurde, habe ich mir gedacht, niemals, das kann nicht sein. Das ist völlig verrückt. Wie können durch meinen Daumennagel, durch diese Fläche pro Sekunde 70 Milliarden Neutrinos rauschen, ohne dass ich etwas davon bemerke? Aber machen wir einen Schritt nach dem anderen. Die Geschichte beginnt vor ungefähr 100 Jahren mit einem Zerfall. Man hat ein Teilchen beobachtet, ein Neutron, und wollte Informationen über den Zerfall. Und dabei hat sich herausgestellt, wenn man am Anfang das Neutron genau vermessen hat und dann die Endprodukte genau vermessen hat, dann fehlte Energie. Und die muss ja irgendwo hin, wenn wir an den Energieerhaltungssatz glauben. Und die Leute waren so verzweifelt, dass sie drauf und dran waren, den Energieerhaltungssatz über Bord zu werfen. Und dann kam Wolfgang Pauli. Und der hat gesagt, nein, 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 Moment. Energieerhaltungssatz, der muss gelten. Wenn hier Energie fehlt, dann gibt es ein Teilchen, das ihr nur nicht seht. Und dieses Teilchen, ja, das trägt die Energie eben davon. Das ist das, was wir Jahrzehnte später tatsächlich gemessen haben als Neutrinos. Und da gibt es das witzige Zitat von Wolfgang Pauli. Als es wirklich dann Jahrzehnte später entdeckt wurde, soll er gesagt haben, alles kommt zu demjenigen, der es versteht, darauf zu warten. Man kann also von Elementarteilchenphysikern auch in anderer Hinsicht viel lernen. Was ist das Schöne an Neutrinos? Sie sind die Ignoranten im Universum. Sie kümmern sich um nichts und niemanden. Dadurch kann man mit ihrer Hilfe aber in das Innere der Sonne schauen, beispielsweise, weil sie völlig ungehindert die Sonne verlassen können. Und sie geben uns dadurch Rückschlüsse darauf, was dort wirklich passiert. Neutrinos sind immer involviert in Zerfälle. Sobald irgendwo etwas zerfällt, da machen sich Neutrinos bemerkbar. Haben sie Masse? Ja, ein ganz klein bisschen. Das wissen wir auch nur, weil sich Neutrinos ineinander umwandeln können. Es gibt also drei verschiedene Arten von Neutrinos. Und aus der Tatsache, dass sich jetzt ein Elektroneutrino in ein Myon-Neutrino oder in ein Tau-Neutrino umwandeln kann, wissen wir, dass sie ein bisschen Masse haben, sonst wäre das nicht möglich. Ja, man könnte wirklich Paranoia entwickeln angesichts dieser Tatsache. Wir werden pausenlos durchschlagen von diesen Elementarteilchen. Zum Glück sind sie die Ignoranten im Universum und kümmern sich um nichts und niemanden, wechselwirken nicht. Sonst hätten wir ein großes Problem. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, eine Schutzwand aufzubauen. Man könnte jetzt sagen, Blei, eine Bleiwand ist doch ein gängiges Rezept, um sich zu schützen vor Elementarteilchen. Lass uns eine Bleiwand errichten, sodass wir die Neutrinos abschirmen. Selbst wenn es uns gelänge, von der Sonne, von deren Oberfläche bis zu unserem Planeten, das Sonnensystem mit Blei auszugießen, hätten wir keinen nennenswerten Schutz vor den Neutrinos. Von dieser Unzahl, 70 Milliarden hier durch diese Fläche, dann kann man sich vorstellen, wie viele durch unseren Planeten rasen, pro Sekunde, von dieser Unzahl gibt es nur etwa eine Reaktion pro Sekunde mit der Gesamtmasse unseres Planeten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn die nichts machen, dann wie wollen wir die dann jemals messen? Offensichtlich brauchen wir etwas, das richtig groß ist, das sehr viel Masse in den Weg stellt. Und da sind wir bei Kamiokande. Kamiokande, das Wort kommt von Kamioka, eine Gemeinde in Japan. Da wurde in einer ausgedienten Mine ein großer Bereich komplett ausgekleidet mit
Photomultipliern. Das sind also so, die sind so einen halben Meter im Durchmesser ungefähr, Geräte, die nichts anderes tun, als zu erkennen, hoppla, hier kommt ein Photon. Und dann machen die ein stark verstärktes Signal daraus. Und diese Photomultiplier, man sieht sie hier aneinandergereiht, 11.000 Stück in dieser ausgedehnten Mine, in diesem Zylinder, den sie dahin gebaut haben, die werden jetzt aufgefüllt mit 50.000 Tonnen hochreinem Wasser. Das ist gewissermaßen der Detektor, die Masse, die wir diesen Neutrinos in den Weg stellen. Und die sollen jetzt bitteschön beim Durchflug durch dieses hochreine Wasser eine Veränderung erzeugen. Idealerweise schlagen sie so ein Elektron los oder auch kann auch ein Myon plötzlich mal durch dieses Wasser sausen. Und diese Reaktion, wenn jetzt hier so ein Elektron vorbeisaust, also ich wäre jetzt hier irgendwie so ein H2O-Molekül, dann würde ich natürlich ein bisschen in Aufregung geraten, wenn hier so ein geladener Partikel an mir vorbeisaust. Und dadurch würde ich Sekundäreffekte verursachen, die mit Energien zu tun haben. Energien haben wieder mit Licht zu tun. Licht wird also abgestrahlt. Und deshalb die Photomultiplier, die sind jetzt am Rand dieses Gefäßes. Und wenn ich jetzt der passende Photomultiplier bin, dann würde ich sagen, hier kommt ein Photon. Und der neben mir würde sagen, nö, bei mir war nichts. Und aus diesem Bild kann man dann rekonstruieren, was sich im Wasser wirklich abgespielt hat. Also hier sehen wir diesen Behälter jetzt anhand dieser Photomultiplier. Hier saust ein Myon durch den Behälter. Das ist Lohn dieser Mühe, diese Aufnahme. Ein Myon, das losgetreten wurde von einer Reaktion eines Neutrinos. Hier hätten wir jetzt ein Elektron im Gegensatz und Sie sehen, Elektronen kleckern ein bisschen mehr. Daran erkennt man sie. Und das wirklich Schöne daran ist, man erkennt auch die Richtung, aus der das Neutrino kam. Wenn das Neutrino nämlich aus dieser Richtung kommt und hier eine Reaktion verursacht, dann wird natürlich ein Ereigniskegel davon ausgehen. Und der wird entsprechend ein Bild an der Wand des Detektors machen. Damit weiß ich oder kann ich rekonstruieren, woher das Neutrino kam. Das war der Durchbruch von Kamiokande. Die Vorgänger waren die Amerikaner mit einer alten, ausgedehnten Mine, der Homestake-Mine in North Dakota. Warum geht man überhaupt in diese Minen? Man muss sich schützen. Man muss sich schützen vor allen möglichen störenden Einflüssen. Die Tatsache, dass sie 1,5 Kilometer Erdreich über sich haben in so einer Mine, ist ein extrem effektiver Schutz vor allen Dingen, die draußen irgendwie Einfluss nehmen könnten, von draußen. Denn sie haben so einen extrem feinen Effekt, wenn sie diese Neutrinos messen wollen. Da darf kein Schmutzeffekt irgendwie eine Rolle spielen, sonst messen sie am Schluss nur Schmutzeffekte. Wenn sie da vielleicht mal ein Ereignis am Tag messen, beispielsweise. Also das geht so weit, dass Haim Harari, einer der führenden Neutrino-Wissenschaftler, mal gesagt hat, Neutrino-Physik, das ist im Wesentlichen einfach nur die Tatsache, du musst ganz viel lernen, indem du fast nichts beobachtest. Zurück zur Homestake-Mine. Kein Wasser in dieser Mine, sondern damals hat man noch Chlortetraethen verwandt, also Abflussreiniger. Hat diesen Zylinder mit Abflussreiniger gefüllt. Und da gibt es immer wieder mal eine Reaktion, wenn so ein Neutrino jetzt mit so einem Chloratom stößt, sagen wir mal im weitesten Sinne, dann wird aus diesem Chlor 37 wird Argon 37. Und dann kann man nach einiger Zeit mit sehr viel Mühe diese Argon-Elemente rauswaschen und zählen. Und dann sehe ich natürlich, okay, so viele Ereignisse waren in dieser Zwischenzeit. Aber ich sehe die Richtung nicht mehr. Das ist der große Nachteil dieser Verfahren. Es gibt auch noch ein Verfahren, da wird Gallium 71 zu Germanium 71. Das wird im Gran Sasso gemacht, also in einem Bereich unterhalb eines großen Bergmassivs in Italien. Wiederum das große Bergmassiv, um sich zu schützen vor äußeren Einflüssen.
Aber der absolute Bringer in diesem ganzen Bereich, der befindet sich am Südpol. Und zwar Ice Cube. Ice Cube am Südpol. Warum? Man hat jetzt nicht Wasser in den Weg gestellt, sondern Eis. Das heißt, man nimmt einen 1 Kilometer in der Länge und in der Breite und in der Tiefe großen Eiswürfel, tief, mindestens 1,5 Kilometer tief unter der Nulllinie. Warum so tief? Weil erst dort ist der Druck hoch genug, damit das Eis durchsichtig wird. Und erst wenn das Eis durchsichtig ist, können wir mit den Fotomultipliern wieder die Signale sehen. Das heißt also, wir haben jetzt diesen riesen Eiswürfel und wir hoffen, dass Neutrinos durch diesen riesen Eiswürfel sausen, dort Ähnliches veranstalten wie vorher im Kamiokande und wieder die Fotomultiplier das Signal liefern. Dafür werden jetzt 86 oder wurden 86 Löcher im Boden gegraben mit heißem Wasser und in diesen Löchern wurden jetzt lange Seile oder Kabel mit Fotomultipliern versenkt in diesen 86 Löchern. Und so macht man sich ein Array, also so ein Gitter aus 5000 Fotomultipliern. Und das ist natürlich der größte Detektor, den wir bisher den Neutrinos in den Weg gestellt haben. Ja, zu Neutrinos, da könnte man wirklich nur jede Menge sagen. Es gibt eine ganz witzige Sache. Wenn wir denn jemals mit Außerirdischen kommunizieren sollten, dann haben wir natürlich das Problem, ihnen links und rechts zu erklären. Also beispielsweise, unsere Uhren laufen im Uhrzeigersinn. Aber wie wollen Sie das jemand erklären, der auf einem fernen Planeten lebt? Und die einzige Möglichkeit, die mir dazu einfällt, sind Neutrinos. Die haben nämlich eine ganz eigenwillige Eigenschaft. Neutrinos drehen sich in Flugrichtung immer links herum. Da gibt es keine Ausnahme. Und Antineutrinos, die drehen sich halt immer rechts herum. Das heißt, wenn wir jemals mit Außerirdischen kommunizieren, werden wir ihnen sagen, unsere Uhren laufen so, wie die Antineutrinos in Flugrichtung sich drehen. Das wäre eine Möglichkeit. Das könnten die dort im Labor nachstellen und dann wüssten sie, was wir meinen. Das ist die Helizität der Neutrinos. Wirklich schön ist einfach, dass wir mit Hilfe der Neutrinos immer die Möglichkeit haben, überall hineinzuschauen. Erst vor wenigen Wochen sind uns erstmaligst Aufnahmen gelungen von den Neutrinos aus dem Inneren der Sonne. Erst das war der wirkliche, definitive Beweis, dass dort diese Prozesse ablaufen, so wie wir uns das vorstellen. Ja, Neutrinos, natürlich muss man jetzt auch die Schattenseite noch anführen. Sie kennen alle die Geschichte mit der Überlichtgeschwindigkeit. Ja, wir waren ein halbes Jahr so der Meinung, ich spreche jetzt bewusst von wir, weil wenn es um die positiven Errungenschaften geht, ist auch immer von wir die Rede. Und naja, der Misserfolg hat dann immer wenige Väter. Aber wir Wissenschaftler waren, oder Bereiche in der Wissenschaft waren der Meinung, ja, Neutrinos könnten mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen. Da wurde eigens eine Rennstrecke eingerichtet, 730 Kilometer vom CERN zum Gran Sasso. Das war diese Geschichte unter dem Bergmassiv. Und ja, da sind die mit 1,0025% der Lichtgeschwindigkeit gemessen worden. Naja, Sie werden es wissen, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass einfach nur ein Kabel locker war. Ich habe als Praktikant immer wieder mal diese Schilder gesehen, wenn diese Kabelbäume überall rauschen, da standen immer so Schilder, nicht putzen, Ausrufezeichen, hier nicht putzen. Ich habe immer gedacht, ja, was meinen die da überhaupt? Also was wollen die da überhaupt? Ja, nach dieser Opera hieß dieses Experiment, nach der Opera Misere, ist es mir klarer geworden. Da passiert nämlich schnell mal irgendwo eine Misere mit einem Kabel. Ich würde sagen, Erich Kästner,
Irrtümer haben ihren Wert, wenngleich nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika.